Und ich hoffe, Deutsch, ich könnte erbrechen im Strahl. Aber was will man machen? Also ich habe ein Gedicht, ich habe wieder gedichtet, ja, fürs Lyriker-Outfit. Es trägt, es ist auch nach einer wahren Begebenheit, es trägt den Titel Selmowitz. Ihr da hinten seht mich gar nicht, gell, nur meine Rückseite. Ja, ihr hört mich, das ist gut, ja. Und weil hinten habe ich keinen, den haben wir im Gesicht. Okay. Ah ja, gell, da war irgendwie noch Material übrig, und hatten wir dann hier. Okay. Selmowitz. Es ist schon eine ganz Weile her und en Detail war's, ich es nicht mehr. Da ist in Darmstadt was passiert, das hat die Menschheit amüsiert. Und war ich selbst auch nicht zugege, kriege ich im Herrn die Sache zu wege. In Darmstadt gibt's ein Festival. Da kommen Leute von überall. Das ist für Menschen mit Kultur, mit Geist von vornehmer Natur. In einem Jahr wollten wir es krachen lassen mit einem Star des und der Klasse. Für Darmstadt war es eine Sensation, aus England kommt Sir Elton John. Das ist so ein kleine Schrille mit einem großen Hang zu Brille. Das ist so ein kleines Teekesselchen jetzt für uns Hessen, ja, weil man kann sagen, Brille, von welcher her auf zu Brille, ja, also höre auf zu Brille. Ja, oder ich muss mir mal eine neue Brille kaufen. Ja, obwohl, das sagt man eher, mein Brille, wo ist denn mein Brille? Okay, also, es ist so eine kleine Schrille mit großem Hang zu Brille. Das ist eine, den jeder kennt, so wird es ein richtiger Top-Event. Es war eine Aufregung in der Stadt. Glück hatte, wer Beziehung hat. VIP-Karte, die waren sehr begehrt, ganz vorne, wo man besser hört, ganz vorne, wo man besser hört, wo man vielleicht wird es einem Glicke, einem Elton John die Hand kennt drecke. Wo sonst die Lilie Toren schieße, wollt man der Elton John genieße, für einen Aufenthalt davor, danach errichtet man ein Matz Gemach, Feng Shui und anderen Fetz mit Kriege, um den sehr Elten zu beglicken. Am Tag vom Konzert schallt es froh, hurra, der Elton John ist da. Mit Bodyguards der Elton John gibt Autogramme in Person. Ins Rathaus stürmt der ganze Tross, da ist der Benzepederbus. Den hohen Gast heißt er willkommen, in hartem Englisch leicht benommen. Diskret wird Presse angefattet, ein Fotograf gleich mitbeattet, damit die Nachwelt wissen möge, wie Benz die hohen Gäste pflege. Schnell holt mir noch das goldene Buch, damit sich euträcht der Besuch, jetzt sehe ich nichts mehr, weil es schade ist, damit sich euträcht der Besuch, es ist vollbracht, man lächelt mild. Der Fotograf macht noch ein Bild, der Gast schüttelt noch ein paar Hände und schwindet schließlich ins Geländer. Er gibt noch ein paar Autogramme, ein Haufen Leute laufen zusammen und gucken zu, ganz fasziniert, wie Elton Brille aufprobiert. Zum Schluss ruft er noch schnell Goodbye, fährt fort, der Auftritt ist vorbei. Verwundert dacht sich jeder Star, der Weltstar ist schon folgesnah. Es stellt sich raus, kurz nach dem Trubel, dass dieser Elton war ein Double, der war von RTL geschickt, zu sehen, ob diese Täuschung klickt. Der Benzepeder nimmt's gelassen, der Festivalchef will klare lassen. Doch als tags drauf der echte Star am Böllefall durch Singe war, da fanden's alle richtig schön, so kann's halt nur in Darmstadt gehen. Danke.